Good morning, von dir ist Tag Nummer 96 in unserer Serie Jesus als Beter. Gestern haben wir geredet von Betenis. Wir als Christen müssen schirmen, dass wir nicht luten ein Wort von Betenis wissen in uns Leben. Aber zur selben Zeit müssen wir auch abpassen und nicht luten, dass andere Menschen Raum uns immer besser sein und dass dort uns auch beeinflussen werden. Wir von dir werden wir wiedergehen in Kapitel 12, wo wir lesen Vers 16 und 17. Seid du nun, dass keiner auffällt oder gottlos wird, so ist Esau, der sein erst Geburtsrecht für eine Mahlzeit verkauft. Nun, Herr Opa, so ist die Weiten, als er den Segen ordnen will, wird er aufgewiesen. Er fand keinen Weg, sein Leben zu ändern, wann er auch mehr Tränen nur dem Segen sagt. So, hier haben wir die Geschichte von Esau. Zwei Parts von denen in der Schicht wurden hier so abgenannt. Ich wollte nicht in große Einzelheiten nennen, aber das erste Part wird als dann aus Esau hat den sein erstes Geburtsrecht verkauft zu den sein Bruder Jakob bloß für eine Mahlzeit, wegen er hungrig wird. Der zweite Part wird haft zu tun mit, wo Jakob den sein Bruder Isaac hinget Licht führen und wo er dann den Segen kriegen wird, und es steht Esau. Nun, erstens sagen wir hier, wo wenig Respekt Esau hat, für den sein erstes Geburtsrecht. Indem dort er kann so leicht bloß hastig die Entscheidung merken, dort er würde verkaufen, zu den sein Bruder Jakob, bloß für eine Mahlzeit. So gleichartig wie er eben dort. Wie weit noch, ob er dort der Segen, was er so kriegen, dort ist verbunden mit dem erstes Geburtsrecht. Und so die Folgen von Esau sein gleichartiges Leben, keim dann, als er soll den Segen kriegen von den sein Vater und er dort dann nicht kriegen wird. Nur dort, als er den Antworten wird, dass er den Segen nicht wird kriegen, dann fängt Esau an zu trüren und zu rohren. Er fragt, hast du nicht noch einen Segen für mich? Aber du wirst nicht einen anderen, du wirst bloß den einen. Weil sie bloß wegen er rohren und trüren, meint nicht, dass er dort nicht ändern kann, er kann nicht. Nun, das Beispiel, was er hier so will geben möchte, das ist, er will das verglichen mit uns eigenes Leben. Wenn wir glückartig hier sind, über unsere Rettung, dann Luther, wenn wir spielen den Segen oben von dem eigenen Leben, dann wollen wir dort nicht kriegen. Und dort bedeutet nicht, wo sei wir wollen rohren, wo sei wir wollen trüren. Wir können das gleich ändern. Wenn wir nun glückartig sind, dann in der Zukunft den Segen von dem ewigen Leben kriegen wir gleich. Ich will gleich mal lesen in 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Trüe, der von Gott ist, bewirkt ein Umkehren, wodurch wir säulich wurden, und dort wird keinem Leid. Über die Welt er trüe, wirkt den Tod. So hier sind zwei Sorten von Trüe, die hier wurden abgenannt. Eins sagt der Kampf von Gott und eins ist von der Welt. Der eine bringt Leben, der nächste bringt den Tod. Hier so endet die Geschichte von Esau. Wie kann es sein, dass der Trüe, was Esau hat, doch wir nicht von Gott seine Sort. Dort braucht kein Umkehren in dem sein Leben. Er wird bloß trürig, wegen er wohl den Segen kriegen, er kriegt ihn nicht. Er wird nicht trürig, wegen er hat alles getan. Er wird nicht trürig, er braucht ihm nicht nur die Büße, er nimmt Umkehren. Wo weit wie dort er nicht Büße dort, wo weit wie dort er sich nicht Umkehren dort? Wegen dort sagt nur her, dort er hat geplant, den sein Bruder Jakob dort zu machen. So schön ist der Vater Isaac wird sterben, dann will er Jakob dort machen. Und nicht bloß dort sagt, dort er ging dann nur ein Volk und er nahm frühes von Duso, bloß wegen er wisst, dort dort wird den seine Eltern euren. Weil die Esau wie gottlos und immoral Kraxus dort in Hebräer sein wird. Nun, hier ist meine Frau für die von dir. Bist du glückartig über deine Rettung? Glückartig nu meint verloren Luther. Wie sein uns morgens.